Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Infovideo. Wer das erste Infovideo von mir von Apex Legends verpasst hat, blende ich euch hier gerne nochmal ein, könnt ihr gerne reinschauen, würde ich mich sehr darüber freuen. Da sind auch eine Menge Informationen über die Zukunft von Apex Legends verpackt. Um was geht's heute? Drei Informationen an der Zahl habe ich. Und zwar wurde der Release der ersten Season geleakt. Es soll wohl der 12. März werden. Ob das jetzt tatsächlich der 12. März ist, können wir natürlich hier noch nicht versprechen. Aber ich denke mal, dass das relativ sicher sein wird. Was auch ziemlich sicher sein soll, dass der Battle Pass zeitgleich auch eingeführt werden soll. Genaueres weiß man da aber auch nicht. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Was auf jeden Fall, egal ob das jetzt der 12. März wird oder nicht, sicher sein soll, ist die neue Legende. Denn vor 2-3 Tagen kursierten da schon die ersten Gerüchte. Und zwar soll das der Octane sein. Warum sind sich da alle schon so sicher? Denn die Fähigkeiten des Octanes wurden auch geleakt. Deswegen dürfen wir davon ausgehen, dass zum Release von der ersten Season auch der Octane definitiv die nächste Legende sein wird. Welche Fähigkeiten das im Genauen sind? Und hier blende ich den Octane übrigens auch mal ein. Ein besseres Bild habe ich zum Octane leider noch nicht gefunden. Welche Fähigkeiten hat der Octane? Das verrate ich euch jetzt. Die passive Fähigkeit wird sein, dass der Octane sich selbstständig regenerieren kann, aber nur unter der Voraussetzung, dass der Octane gerade keinen Schaden nimmt. Das heißt, bist du in einem Gefecht und hast gerade ganz wenig Energie, solltest du dich erstmal verpissen. Und das machst du am besten mit der taktischen Fähigkeit. Die taktische Fähigkeit wird nämlich sein, du aktivierst die taktische Fähigkeit, solltest zumindest noch ein bisschen Energie übrig haben, denn du opferst 10% deiner Lebensenergie, bist dadurch für 6 Sekunden um 30% schneller in der Bewegung und kannst in dieser Zeit nicht verlangsamt werden durch den Gegner, durch Feindbeschuss oder Granaten. Meine Befürchtung in Kombination mit beiden Fähigkeiten könnte sein, dass das zu overpowered wirkt. Denn da müssen wir dann auf jeden Fall erstmal gespannt sein, wie die Abklingzeit der taktischen Fähigkeit sein wird und wie schnell der Heilungsprozess vonstatten geht. Denn wenn sofort, wenn du in Deckung bist, die Heilung beginnt und das sehr, sehr schnell geht, könnte das wirklich sehr eine ziemlich gefährliche Kombination sein, sagen wir es mal so. Und ich hoffe, dass das so vernünftig gebalanced ist, dass uns der Octane nicht nach den ersten Tagen schon mega auf den Sack geht. Kommen wir zur ultimativen Fähigkeit. Die ultimative Fähigkeit nennt sich Launchpad, ist so eine Art Katapult, kannst du es einfach mal nennen, oder Trampolin nenne ich es jetzt einfach mal, mit der du das gesamte Team in die Höhe katapultierst. Und ich gehe mal davon aus, dass es dann wie bei diesem Zipline-Ballon, mit dem du nach oben fliegen kannst bzw. fahren kannst und dann eine größere Strecke im Flug überwinden kannst. So stelle ich mir zumindest diese Plattform vor. Du katapultierst nach oben und kannst ein Stück über die Map heizen und eine größere Distanz dadurch überwinden. Ich gehe mal davon aus, dass es taktisch sehr, sehr geil ist, wenn du A, wieder aus einer brenzlichen Situation raus willst, weil du gerade keine Munition, keine Heilung oder sonst irgendwas hast, oder du bewegst dich außerhalb der Zone, willst vielleicht noch irgendwas untersuchen, looten, hast du nicht gesehen, oder willst vielleicht noch ein Teammate holen, aktivierst die Fähigkeit, katapultierst dich nach oben und heizt so noch ein paar Meter weg. Das ist zumindest so ungefähr meine Vermutung, wie das Ganze passieren wird. Genaueres werden wir dann sehen, wenn der Octane endlich draußen ist. Auf den Charakter freue ich mich jedenfalls sehr. Das soll es von mir soweit erstmal gewesen sein. Hat euch das Video gefallen, lasst gerne einen Daumen und ein Abo da, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Aktiviert die Glocke, da verpasst ihr keines meiner Videos mehr. Ich haue regelmäßig neue Informationen raus, sobald ich neue Informationen habe. Ich streame auch regelmäßig, wer das von euch noch nicht wissen sollte. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.